Heute werden wir dir bzw. Malu mit euch erklären, erzählen, wie ihr Perfektionismus ablegen könnt, loswerden könnt, minimieren könnt. Und ja, wenn dich das interessiert, dann bleibt dran, denn bereits nach einem kurzen Intro werdet ihr mehr darüber erfahren. Ab geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal Leib und Seele. Hallo. Mein Name ist Sus Vinzenz und neben mir die bezaubernde Malu, Malu Vinzenz. Und ja, heute geht es wieder um das Thema Perfektionismus. Wie kann ich Perfektionismus ablegen? Und wenn dich solche Themen interessieren, lass ein Abo da, drück die Abo-Glocke, lass natürlich auch ein Like da. Ja, Malu, erzähl uns mal, wie kann man Perfektionismus ablegen? Erstens, man setzt sich realistische Ziele. Zweitens, in einem realistischen Zeitraum. Drittens, man hat eine positive Selbstreflexion. Das heißt, Etappen, die ich erreicht habe, die erkenne ich als positiv an und sage nicht, oh, das war ja banal, das schafft ja jeder, sondern ich habe dieses Level geschafft und das ist positiv. Also so eine positive Selbstbestärkung. Mhm. Dann, wie immer, ein Netzwerk, also Leute, mit denen ich meinen Erfolg teilen kann, Leute, die ich konsultieren kann, wenn ich das nächste Level angehe, Leute, mit denen ich mich vorbereiten kann auf die nächste Prüfung. Das ist extrem wichtig zu wissen, ich bin nicht allein. Dann fünftens ist die aktive und kontinuierliche Arbeit und die Fehleranalyse. Also wenn ich am Ball bleibe, wenn ich mich auf eine Prüfung vorbereite und jetzt sage, in der nächsten Woche mache ich nichts, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich nach einer Woche viel vergessen habe. Und wenn ich trotzdem am Ball geblieben bin und mein Level nicht geschafft habe, gucke ich mir genau an, woran hat es gelegen. War ich nicht kontinuierlich genug? Habe ich nicht die richtigen Bücher dafür gelesen? Habe ich nicht genug trainiert? Bin ich nicht ausdauernd gewesen? Hätte ich mehr Krafttraining machen sollen? Hätte ich mehr Konzentrationstraining machen sollen? Also das ist das kritische Hinterfragen, was noch nichts mit dem Perfektionismus zu tun hat, sondern lediglich mit einer kritischen, nicht überkritischen Fehleranalyse. Dann siebtens, sich immer wieder sagen, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn ich ein hohes Ziel habe, dann habe ich das Recht, mehrere Anläufe zu nehmen. Mhm. Und siebtens. Was war siebtens? Die Selbstreflexion. Das also ist nicht, achtens, oder? Das ist, ja, ist das schon achtens? Nee, ich glaube schon. Egal, ihr habt vielleicht mitgezählt, ich glaube, es ist achtens. Selbstreflexion und Training. Also am Ball bleiben ist alles. Mhm. Und wenn ich merke, ich falle wieder in alte Muster, also ich will wieder ganz perfekt sein, dann muss ich mir sagen, bis hierhin bin ich gekommen und bis hierhin war es gut und jetzt mache ich den nächsten Schritt. Und jetzt mache ich nicht die nächsten 10 Schritte, ich mache jetzt den nächsten Schritt und den mache ich gut. Mit Optimismus werde ich diesen nächsten Schritt gut machen. Okay. Nochmal? Also, es ist also gar nicht so schwer, also ist schon schwer, aber es braucht auch eine Weile, aber es ist möglich, Perfektionismus abzulegen. Ja, realistische Ziele, Meilensteine anerkennen, aktives Dabeisein, Netzwerk mit 3 Ausrufezeichen, Fehleranalyse, geduldig mit sich selbst sein. Dann kann man Perfektionismus ablegen. Ja. Ist bestimmt nicht schlecht, wenn man das machen kann, denn Perfektionismus steht einem doch oft sehr im Wege. Ja. Ja, möchtest du noch was dazu sagen? Ja, ich möchte Sie euch darauf hinweisen, dass nicht die ganze Weihnachtszeit mit perfektionistischen Gedanken verbracht werden sollen. Wenn man sich daran erinnert, im letzten Jahr war Tante Frieda mit ihrem Geschenk nicht zufrieden und es war ein großes Chaos und die Gans war nicht durch und Onkel Otto mochte das Essen überhaupt nicht, kann ich euch nur sagen,
Und der Baum war schief. Und der Baum war schief, ja. Ja. Und, wie konntest du dir erlauben, so einen schiefen Baum zu ganz kaufen? Ganz schrecklich, der große, große Familienkrisen. Ja. Auch der schiefe Baum, der unperfekte Baum, ist vielleicht ein schöner Baum, wenn er geschmückt ist. Ich hatte mal eine Zeit, da habe ich immer den hässlichsten Tannenbaum genommen. Auf dem ganzen, also wenn ich einen Tannenbaum gekauft habe, da habe ich den hässlichsten rausgesucht und habe gesagt, den nehme ich. Und das wird dann der schönste. Ja, ja, das, es kommt ja auch darauf an, wie man ihn schmückt. Ja, sicherlich. Sicherlich. Und Weihnachten ist nicht dafür da, dass ihr alle Leute zufrieden macht. Ich würde immer davon abraten, Heiligabend mit Oma und Opa, erster Weihnachtsfeiertag mit den Eltern, zweiter Weihnachtsfeiertag mit den Schwiegereltern und das Ganze mit kleinen Kindern. Mach das nicht. Nutzt die Adventssonntage und spricht eine Einladung aus für den Adventssonntag zum Mittagessen oder zum Kaffee trinken oder zum Weihnachtsmarktbesuch und teilt euch das ein. Bleibt an Heiligabend zu Hause, geht vielleicht in die Kirche, macht in Ruhe die Bescherung und zieht nicht mit kleinen Kindern von Ort zu Ort. Das kann euch und auch den Kindern das Weihnachtsfest vergällen. Das ist ja, zu schade. Das artet in Stress aus. Das ist einfach zu schade. Ja. Ja, macht es gemütlich, macht es dafür die Sonntage davor, nutzt dafür die schönen Weihnachtsmärkte. Also kein Stress und kein Perfektionismus. Kein Perfektionismus. Gut, dann vielen Dank für die Infos, vielen Dank für die Hinweise. Gerne. Ich hoffe, euch hat es auch geholfen. Wir hoffen das. Wenn ihr gerne solche Videos schaut, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Schreibt uns auch gerne mal in den Kommentaren, zu welchem Thema ihr gerne was hören würdet. Ja, schreibt uns auch gerne eure Meinung zu diesem Video dazu. Lasst ein Abo da, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Lasst ein Like für Manu da. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Zusch Vinzenz und die bezaubernde Manu. Und nun leg dich wieder hin und schau dir das nächste Video an, was wir dir hier eingefügt haben. Ciao und bis gleich im nächsten Video. Auf Wiedersehen.